Moin Leute, ich bin Chris von Ibianerze und wir spielen heute eine ganz entspannte Runde Schach. Ja, warum auch nicht? Das ist sehr atmosphärisch hier, das fühlt sich schon sehr, sehr cool an. Ich bin ja ein Fan von solchen Schachspielen, die dann auch so kleine Animationen haben und so weiter. Also nicht so dieses Husch-Husch-Gespiele, sondern da, wo das Auge auch was zum Genießen hat. Und ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Hier gibt es so ganz viele Sachen, die ich jetzt auswählen kann. Okay, ich soll ihn mal nehmen. Ach ja, und wir spielen mit Handtracking. Ohne Controller heute, nur mit unseren Fingern. Okay. Ah, okay. Time Rule. Lässt sich alles sehr schön lesen. Das könnten wir theoretisch spielen. Wir haben hier zwei verschiedene Stages. Das habe ich schon gesehen. Einmal den Grand Palace und einmal Stonehenge. Ich will den aber nochmal kurz zurück tun. Was haben wir denn noch? Wir haben hier Profil. Das schauen wir uns lieber nicht an. Das sind zu wenige Punkte. Matchmaking, okay, wenn wir jetzt online spielen wollen. Wir wollen aber heute einfach mal gegen die KI spielen, damit wir nicht Leute mit unserem schlechten Skill ärgern. AI Custom, was bedeutet das? Also hier kann ich jetzt direkt gegen die spielen. Wir wollen es einfach mal ausprobieren. Okay, Play. Chess Club, by the way, heißt das Ganze. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Aber jetzt seht ihr es. Und wir spielen es mit der Oculus Quest 2. Guck mal, da kann ich während des Ladens, konnte ich sehen, dass es einfach nur schwarz ist. Da stand schon was auf dem Tisch. So, oh. Das ist schön. Das gefällt mir. Solche Schachspiele mag ich. Okay, ich bin dran. Dadurch, dass das Spielfeld recht und die Spielfiguren recht groß sind vor mir, geht das mit dem Aufheben der einzelnen Figuren recht gut. Ihr seht, das ist immer so quasi eine Hand, kann ich wirklich so greifen, die Figuren. Okay. Oh, ich habe ewig nicht gespielt. Da ist der doch durch den... Warte mal, den... Genau, der kann... Ne, der kann den beschützen. Mit dem vorgehe, kommt der nicht raus. Na, macht alles nicht so viel Sinn. Dann bedrohen wir ihn doch. Sehr langsame Animation, kann man aber bestimmt dann auch noch umstellen. Wir wollen es jetzt einfach mal so kurz spielen. Was heißt kurz? Könnte eine Weile dauern. Aber ich muss mich ja auch nicht zu geschickt anstellen. Oder wir machen dann einfach mal zwischendurch Wechsel zu der anderen Stage. Ja gut, jetzt hat er da sein Pferdchen, ne? Bedroht. Mein Bauern auch. Spiegelt mich quasi. Nette Sache. Kann man machen. Muss man aber nicht. Wie reagieren wir darauf? Jetzt laufen wir mal ein bisschen schneller, bitte. Nein. Das gehört dazu. Das ist die Atmosphäre. Ich find's gut. Man muss ja eh überlegen. Da kann ja schon mal hinlaufen. Mach mir doch nicht immer alles nach. Was soll das denn? Ja gut, dann schlägt er mich aber mit dem weg. Das kann ich nicht verantworten. Aber sein Bauer ist doch eigentlich ungeschützt, oder? Er kann mit dem nichts machen. Mit dem nichts machen. Der kann nichts machen. Auch auf die Gefahren, dass das doof ist, aber wir wollen einen Kampf sehen. Kämpft! Oh ja, oh ja! Oh, den hat er aber eine Hufe weggegeben, du. Was sag ich dir? Nice. Jetzt schlägst du den?
Ernsthaft? Aber der ist doch jetzt gar nicht gedeckt, oder sehe ich das falsch? So. Was wollen wir denn machen? Er macht eine Hochade. Sehr schön. Haben wir das auch gesehen? Und wie schnell kriegen wir den Schachmatt, den Typen her? Das ist nicht so gut. Ich würde gerne den nächsten Läufer noch mit rausholen. Okay, der Bauer ist jetzt da ungedeckt, ne? War vielleicht nicht so clever. Aber er bedroht lieber meinen Läufer. Interessant, interessant. Ich könnte jetzt mit dem Läufer zuvorkommen und seinem Pferdchen schlagen. Macht das Sinn? Dann nimmt er mir natürlich das Pferd dann weg. Wenn ich den schlage, er nimmt mir aber den sowieso weg, wenn ich den jetzt nicht bewege. Also, ach, das ist ja mein Pferdchen. Ich dachte, das wäre ein Läufer. Sorry. Okay, da können wir jetzt gar nicht das machen, was ich wollte. Werden aber bedroht. Werden bedroht. Da müssen wir reagieren. Das können wir nicht so stehen lassen. Da werde ich aber immer noch genauso bedroht. Ja. Ist doof jetzt, aber dann gehen wir nochmal zurück. Oh. Gut, der war jetzt nicht gedeckt, ne? Habe ich nicht aufgepasst. Ich Schlawiner. So, da wollen wir. Ja? Och, Schach. Dumm aber auch. Okay, nimmt den Läufer zur Deckung hinzu. Nee, nicht zur Deckung. Will mir einfach Angst machen. Ah, nehme ich mir doch sein Pferdchen. Dann nimm dir ruhig mein Pferdchen. Mach ruhig. Wenn du willst. Nee, er bewegt das andere Pferdchen raus. Ganz dreist seine Dame bedrohen. Gedeckt sind wir durchs Pferdchen hier. Okay, er muss weichen. Bedrohen. Okay, er bewegt einfach seine Dame nochmal zur Seite. Ja gut, jetzt bin ich im Schach. Das ist natürlich nicht so cool. War auch nicht so schlimm. Okay. Können wir gerne so machen.
Beispiel den Bauern kann er da jetzt relativ einfach rausnehmen. Okay, macht er aber nicht sofort. Damit holen wir doch seine Dame mal wieder. Oh, obwohl, der ist ja gar nicht gedeckt. Ah doch, durch meine Dame. Klar. Wie? Bietest du mir deine Dame an? Okay. Okay, Friend. Ja, jetzt nehme ich halt meinen Turm weg. Ne, macht er nicht. Holt sich den Bauern. I'm confused. Jetzt nehmen wir uns auf jeden Fall sein Pferdchen. Okay, er greift den Turm von mir nicht an, warum auch immer. Mache ich das halt. Mal schauen, ich würde gerne das Feld müssen wir irgendwie noch von der anderen Seite beschützen. Steht halt gerade da hier im Weg. Jetzt nehmen wir die Dame darüber und greifen mit dem Läufer da an, dann kann er den nicht wegschlagen. Nee, er bringt sich schon mal in Schutzstellung. Ja, jetzt nehmen wir den aber erst recht raus. Und nun, ne? So, aktuell kann er nur noch, ja, oh, das kann er machen, stimmt. Naja. Okay, dann bedrohen wir mal. Das ist natürlich jetzt doof. Obwohl, den kann er ja da nicht wegschlagen, ne? Ist ja gedeckt. Und dann wird's nämlich Schachmatt für ihn.
Ja, haben wir gewonnen. War natürlich auch auf Idioten einfach wahrscheinlich eingestellt, weil die AI ist to try out. Aber generell, ich muss sagen, für ein Schachspiel super umgesetzt. Ich finde, die Animationen sind ein bisschen langweilig, ja. Aber hier so, die Atmosphäre ist geil, dass ich es einfach mit meinen Händen spielen kann, ist geil und es funktioniert dabei auch ziemlich gut. Bin ich gespannt, werde ich auf jeden Fall demnächst mal im Multiplayer mir anschauen. Soweit von mir. Das andere Setting haben wir uns jetzt nicht angeschaut, tut mir leid. Aber ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dabei heute. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ich bin Chris von den Weirdnerds, haut rein.